Hallihallö und herzlich willkommen zum Trollreporter Tale to be Told mit Red Dead Redemption 1 und ja, unserer fortwährenden Suche nach Bill Williamson und Javier Escuela. Wir haben beim letzten Mal ja den örtlichen Obermufti De Santa dabei unterstützt, den Raub eines Zuges durch Rebellen verursacht, mehr oder weniger rückgängig zu machen oder zumindest dafür zu sorgen, dass dieser Zug nicht direkt am Boden zerschellt im dritten Anlauf. Anywho. Are you Senor Marston? I hear many things about you. Ich hoffe nur Gutes. Ah, das kommt bestimmt durch unseren Fame. Ich habe mich entschieden. Da ich es super weird finden würde und das noch was so hat. Guys. Hier liegen Tote rum. Naja. Happens, I guess. Ja, genau. Ich fände es super weird, wenn wir jetzt einfach so Ping-Pong-mäßig zwischen den Rebellen und der mexikanischen Regierung hin und her hüpfen würden. Von der Warte her würde ich mir an der Stelle das jetzt einfach mal geben. Machen wir erstmal De Santa fällig. Geben wir mal ein Feeling dafür. Wenn wir hier in die große Politik eingreifen wollen. Beefy, what are you doing? Beefy, chill. Kommst du her jetzt? Gaul. Ach, ich zu früh gelobt. Okay, Beefy hat sich verkantet. Gut, dann machen wir ihn jetzt fest. Hätte niemals was Gutes über dich sagen sollen. Du bist schnell, aber auch immer noch ein Assi-Gaul. Egal. Wir haben ja, sagen wir mal, die ersten Impressionen, die wir über die mexikanische Armee gesammelt haben, waren ja nicht so positiv, während wir noch mit Landon Rickles geritten sind. Gucken wir uns das mal etwas genauer an. Inhaltlich ist es natürlich Stranger. Inhaltlich ist es natürlich so, dass wir sowieso alle Missionen machen. Es ging jetzt wirklich rein um die Reihenfolge. John, du kommst da hoch. Ich habe großes Vertrauen in dich. Bitte. Weg. You're kidding me now, right? Cause a cowboy's life ain't easy, and a cowboy's life is hard. Okay. Ich schätze auf eine gewisse Art und Weise sind Red Dead Redemption und ich halt ein Tag-Team. Ich bin ein Idiot. Das Spiel manchmal ein bisschen hakelig, aber primär ich ein Idiot. Es ist der Duster, der bringt mir kein Glück. Wie sehen wir eigentlich mit dem Poncho aus? Ist das... Ja, können wir mal ein bisschen Lokalkorologie tragen hier, oder? Ist das kulturelle Appropriation? Denkbar. Aber aus meiner Sicht in dem Ausmaße auch relativ egal. Gut. So viel dazu. Ich hoffe, der Stranger ist jetzt noch da. Oh, komm, Beefy, bitte nicht irgendwo verkeilen. Das nächste Mal könntest du ja auch mal auf so einen Wolf drauftreten. Du bist viel Wie, get over here. Was ist los? Bin immer so schnell, dass sie wahrscheinlich dann vergessen, dass sie mich vermutlich gerade zu einem Duell herausfordern wollten oder so. Die ist Goronath. Naja, vor lauter Aufregung jetzt völlig vergessen, ob ich überhaupt schon mit meiner kleinen Ansprache geendet hatte. Also, wir machen erstmal De Santa fertig. Kriegen dann mal tiefere Detaileinblicke, was es mit der mexikanischen Armee auf sich hat. Und dann können wir den Rebellen ja immer noch helfen. Oha. Hello there, friend. Have you come to enjoy the scenery? I guess I have. What are you doing out here? You know, I'm trying to capitalize on the stiff upward breezes in this region to launch my first ever flight. You're gonna try to use that crazy thing to fly? I'll be soaring like an eagle, or my name's not Charles Kinnear. I should be the first man swooping through this valley. Yes, I shall. I'd leap off now, only it seems like I need more adhesive to keep the wings together. I've concocted my own special formula.
since that store-bought stuff isn't strong enough. However, I can't abandon my machine to gather more materials. What kind of materials are you talking about, Charles Kinnear? I need a bunch of bird feathers, doesn't matter what kind, along with a parcel of beaver hides to boil down, along with some red sage to make it all pliable. Okay. I think I can find all that stuff. I'll be back, Charles, because you leaping off that cliff is something I have to watch. Oh, they doubted dear Icarus, sir. Yes, they did! Bro, du kennst aber die vollständige Icarus-Geschichte, oder? Warte mal. Das Einzige, was wir nicht direkt haben sollten, ist Biberfell. Und vielleicht haben wir das auch schon mal zufällig aufgenommen. Eva in Peril. Los Hermanas. Okay. Daedalus and Sun. Ja. 20 Federn. 10 Red Sage. 5 Biberfelle. Okay. Wollen wir mal, was wir da haben. Also, Red Sage, genau ein GZ uns. Also die Biberfell hier irgendwo, Songbird Feathers, ein paar Federn, 13, da sind wir schon mal bei 14, okay. Ja, Biber haben wir bisher noch keine getroffen. Ich würde ja mal vermuten, Biber wird es wahrscheinlich am ehesten so rund um Thief's Landing geben. Rivers up north. Okay. Kosher! The sooner I have those materials, the sooner you can witness the miracle of human flight. Naja, also nichts, was wir jetzt spontan machen können. Egal. Roca de Madeira. Das geht schon wieder nicht so gut. I am a cazador. I hunt with the piel. Help me hunt the animals and get the piel. We'll share the dinero. Skinning challenge. Okay. Sure, I'll hunt with you. I could use the money. Wir benutzen Bait, um Kojoten anzulocken. Hören wir sie doch schon meckern. That's a good kill. Zwei weitere Kojoten. Auf zum Hunters Camp. I'm here. Get win. Now we have enough pieles. Here's what I owe you. That was fun. Stimmt. Let's go. Wir sind ja schweinearm. Okay, lauschiges Örtchen. Das muss Las Hermanas sein. Das heißt, glaube ich, die Schwestern, oder? Los Polos Hermanos? Waren die Hühnerbrüder? Sogar mit eigenem Stagecoach. Stehe. Ich glaube, was wir noch nicht gemacht haben, mal wieder Zeit für ein bisschen Nebenbeschäftigung. Bisschen Horseshoes spielen. Not bad. Practice tossing.
Up and down. L2, um zu aimen. Machen wir es mal so. Okay. stopp. Erstmal ziehen. So. Anda el diablo! Maybe I win finally. Okay. Ja komm. Probieren wir mal einen Zehner, wa? Waren jetzt gerade, waren wir nicht gut, aber. You're pretty good. Unangenehm. Ja. Zwei Versuche haben wir also. Verstehe. Wir aimen. Oh, viel zu weit. Ah nee, nicht zu weit, sondern die Geschwindigkeit machen wir mit dem Ausholen und den Winkel. Verstehe. Da habe ich nicht geaimt. Wer als erstes Ölver hat. Okay. Ich halte einen Punkt. Cool. Immer neu aimen. Haben wir gelernt. Very nice. Nicht schlecht. Ach, unangenehm. Zu weit, ne? Okay. Zack, zack. Haha, was haben wir gelernt? So nämlich nicht. Zip, 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 zip. Viel zu weit. Hey, das kann ja noch eine Weile dauern. Ich lasse euch wissen, wie es ausgeht. Well done. Hola. I lose. Ja, war ja zu erwarten. Ach. Hätte doch nicht gleich 10 setzen sollen. Ist halt schwerer. Na, ich sollte es einfach lassen mit dem Glücksspiel. Das bringt nix. Genau, ob man irgendein Achievement so dafür kriegt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon damals, Boss-Schuss doof fand. Oh, das ist aber nett hier. Las Hermanas. Hey, ganz hinten. Das ist wahrscheinlich so eine Art Abtei hier, ne? How do you do? Fine, fine. Excuse me, sister. Yes, sir. Can I help you? I was looking for a girl by the name of Eva, I think. Wanted to see if she was doing okay. Are you one of her special friends? No, I just helped her. Oh. She said she was coming in here. Oh, she came and she went. A man came for her. Turned out maybe he was her calling after all. Okay. Thank you, sister. Oh, I think they said they were going to El Sepulcro. But who knows? She wasn't much of one for the truth. Ooh. Sie hat es nicht so mit der Wahrheit, ne? Der Sepulcro.
Beefy wollte auch mal Horseshoes spielen. Aber er konnte nicht. Denn dazu hätte er seine Hufeisen abwerfen müssen. Er kann ja keine fremden Hufeisen festhalten. El Sepulcro. Da haben wir's. Eva in Peril. El Sepulcro, Sepulcro, ne? Friedhof. Will you even have $200? Siempre serás mía. What are you doing, amigo? Nothing. Why'd you kill her? I didn't kill her. I wouldn't do a thing like that. Sure, I'd hit her, but why'd you kill her? And why are you digging her up? What business is it of yours, huh? Oh. You still want to lay with her? Huh? You sold her. You let her go. No, no, no. A good whore never leaves, man. Do I get my money back now or after I've killed you? It's just a goddamn whore, man. A goddamn filthy whore. As you say, she was just a whore. Okay. Now come on. Besonders viele ins Gesicht, wie es sich geziemt. Jo. Holen wir Stinktier. Ja, da ist er noch, Ivan. Ich hatte damals beim ersten Mal spielen extreme Probleme, diese Quest irgendwie einzuordnen. Formulier es mal vorsichtig so. Schieß nicht auf mich, Bruder, dann können wir friedlich bleiben. Weil natürlich war ich erstmal ein bisschen pisst, weil ich war es gewohnt. Ich bin der Held. Ich habe die holde Maid unter einem nicht ganz kleinen Opfer. 200 US-Dollar sind eine Menge Holz. Quasi von dem fiesen Pimp befreit. Truth be told, damals hatte ich als allererstes direkt den Colt gezogen und ihm ein Lüftungsloch in die Stirn verpasst. Hab dann aber festgestellt, okay, damit ist er effektiv die Quest gestorben. Hab dann die 200 abgedrückt und dachte mir, okay, jetzt sind wir so eine Heldengeschichte und ja, dann kommt halt sowas bei raus. Erstens ist es natürlich buttfuck morbide. Ich glaube, diese Quest kann uns aber halt auch noch ein bisschen mehr erzählen. Angefangen davon, nichts ist immer so simpel, so wie es die... Also, formulieren wir es mal so. Die Schwester, die wir da in Las Hermanas getroffen hatten, hat ja angedeutet, dass Eva freiwillig mit Mario mitgegangen ist. Und sie hat es mit der Wahrheit ja nicht ganz so ernst genommen. Jetzt ist die Masterfrage, okay, ist die holde Schwester einfach nur ein blasierter Assi? Weil Eva halt als ehemalige Prostituierte dorthin gekommen ist, wurde sie da vergrault, weiß man alles nicht. Fakt ist aber, sie scheint mit Mario mitgegangen zu sein und es schien auch nicht so gewesen zu sein, als hätte der erstmal Las Hermanas komplett zusammengeballert, um sie da rauszuholen, gegen ihren Willen. Er behauptet, er hätte sie nicht umgebracht. Scheiß auf Mario, würde ich sagen. Am Ende... John hat vermutet, dass er sie wieder ausgräbt. Bin mir nicht sicher, ob das eine sarkastische Spitze sein sollte, weil Mario ja behauptet hat, oh, ich hätte sie niemals umgebracht. So oder so, am Ende steht halt der Punkt,
Und das ist eine Sache, die Red Dead Redemption einem damit auch ein bisschen klar machen will. So wie es rein theoretisch auch schon mit der Jenny in Faith Story hatte übermitteln wollen. Egal wie sehr wir hier der krasse Super-Revolver-Held sind und krasse Scheiße machen und alle über den Haufen ballern, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, gibt bestimmte Sachen, die liegen dann außerhalb unserer Einflusssphäre. Wir sind ja schon extrem mächtig und wie wir an verschiedensten Stellen schon gesehen haben, können wir auch einen Einfluss haben, aber bloß weil wir unbedingt wollen, bedeutet das nicht, dass wir die ganze Welt retten können. Oder eventuell sogar manche Menschen vor sich selbst. Siehe Lady Jenny in Faith und so. Tatsächlich war diese Quest das erste Mal, wo ich mir eingestehen musste, scheiße, vielleicht hat er dieses Spiel jetzt hier doch noch mehr zu erzählen als crazy kooky Charaktere wie Irish und Seth. Una Familia. Oh, guck mal, Armeemenschen. Ja, sonst machen es mir egal. Das sah mir jetzt so ein bisschen Execution-Style aus. Habe ich jetzt eventuell schon wieder Schmu gemacht? Hoffentlich drückt das nicht bis zu unserem Kumpel DeSanta durch. Hust. Lalalalala. Wir müssen wirklich mal wieder bald Liar's Dice spielen. Habe ich das Gefühl. Aber auch an der Stelle ist auffällig, bei den Zufallsbegegnungen wird es zunehmend moralisch zwiespältiger, ne? Streng genommen muss ich gestehen, habe ich aufgrund meiner immer noch durchaus herrschenden Vorurteile gegenüber der mexikanischen Armee gerade drei Soldaten hingerichtet. Es sah schon so aus, als würden sie gleich den Mann hinrichten, der meinte, oh, ich habe doch Familie. Ob der jetzt aber wirklich ein armer Widerstandskämpfer oder ein armer Bauer war oder vielleicht auch ein Mörder oder Vergewaltiger oder sonst was, hat mich jetzt erstmal entschlossen, ne? In mehreren Gesprächen und unter anderem auch im Gespräch mit Landon Ricketts kam schon dieser Punkt auf, ne? Und John Marston, der große Revolverheld, er entscheidet, was richtig ist und was falsch, entscheidet darüber, ob es ein Mann oder ein Toter ist. Ja, basta, amigos! Basta! Juntos vamos a buscar la libertad para México! Es hora que el pueblo tome el poder! Und hier wird schon wieder fleißig der Aufstand geprobt, glaube ich. Aha. Kurzer Prozess mit den Rebellen. Das Hunter hat's angekündigt, ne? Die letzten paar Episoden, sorry, wenn ich da ein bisschen weniger als sonst irgendwie kommentiert habe. Aber ich könnte eigentlich konstant, gerade hier in Mexiko sind halt so viele Sachen, die wir sehen, erleben oder sonst was, glaube ich, kommentarwürdig. Naja, aber wie gesagt, wir haben längst noch nicht alles gesehen. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, das Leben hier in Mexiko ist nicht einfacher. Philosophisch-moralisch gesprochen, ne? Ach, scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen den Auftrag angenommen. Stay close to the perro and his entrenador. Any problems? Call me. Amigo, remember the instructions. Oh, wir gehen mit dem Hund? Wie krass ist das denn? Da hätte ich jetzt gesagt, das ist eindeutig, können wir rausschneiden, aber... Sind die Damen aus dem ältesten Gewerbe der Welt? Also, wahrscheinlich gerade auf dem Heimweg. Noch ist alles ruhig. Ein Räuberling. Ein garstiger. Wird festgezurrt und im Paket verschnürt. Komm, Kommissar Rex. Wir gehen dem Verbrechen weiter auf die Spur. Unser Spürhund
Nix ist so lumpi. Alter, warum Lars und er denn den anderen... Lars mich. Boah, ist das dumm. Ich hab doch eindeutig den anderen anvisiert. Das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe. Trotzdem gut gemacht, Kommissar Schnüffel. Frau von der Gang. Okay, die Gang, sollt ihr auch alle lassen? Hated. Nicht nur moralisch ist es nicht mehr so einfach wie in New Austin. Okay, ich habe gerade mal eine Situationsanalyse gemacht. Der Grund, warum wir diesmal verreckt sind und auch schon häufiger mal umgefallen sind, I need to respect this game. Weil das Ding ist, hier ist ein Stranger aufgetaucht. What? Oh, cool. Das Ding ist, was ist gerade passiert? Ich sehe eine Übermacht von 4 Leuten und war so abgefuckt darüber, dass ich keinerlei Möglichkeit sehe, die alle zu lassoen. Wir wissen aber, für jeden gelassoten Bösewicht kriegen wir extra Geld, ne? Und man will natürlich als alter Gamer, will man das natürlich optimieren. Statt dann aber zu sagen, okay, einfach abgeschrieben, wir machen das nicht, komme ich zu dem Punkt, okay, ich kann das Lasso nicht benutzen und verfalle in dem Modus, der uns bisher ganz gut durch New Austin gebracht hat, zum Teil. Nämlich einfach stur drauf loszulaufen und einfach rumzuballern. Entweder benutze ich Dead Eye, ist ja nicht das erste Mal, dass Dead Eye einiges hätte verbessern können, oder ich gehe in Deckung. Die Schießbudenzeiten sind offenkundig ein bisschen vorbei. Auch auf normal. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Ansage, ganz zu Anfang, erste oder zweite Episode müsste es gewesen sein, von wegen, ja, das ist halt hier alles so eine Schießbude und alles easy und muss halt immer nur Waffe hoch, Waffe runter und dann gewinne ich schon. Diese Taktik führt offensichtlich nicht mehr zum Ziel. I need to learn this. Word in your ear, old boy. Okay. Ein Wort in unser Ohr. Leg los. Excuse me, sir. Excuse me. You are an American, are you not? Last time I checked. Oh, thank God, sir. Thank God. I have had it up to here with Dagos, up to here. The savages. Well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry god for an angry people. Well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, that's right. But at least you lot try to speak bloody English. This bloody lot... My God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Good question. Well, you know, business, I suppose. Devil making work for idle hands, what? Now, listen, friend. If you were to go west to Nosa Leda, I'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. There's some fighting broken out there. It seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? Oh, you Americans are all the same, obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck. Name's Tollitz, sir. Uriah Tollitz. Well, they'll know of me in Nosa Leda. How much? Plenty, sir, plenty. You will take it, give it. To the foreman of the estate at El Matadoro. He'll be expecting it. Try to give those Dagos hell, what? Oh, that's a fine fellow. Dagos. Habe ich das Gefühl, das ist irgendein Slur. Keine Ahnung, was genau die Idee hinter dieser Mission ist, aber ich habe das Gefühl, wir werden zum Drogenkurier. Wir können wieder Nachtpatrouille machen. Komm, das lassen wir jetzt nicht so stehen.
Once more, please. With feeling. Stay close to the perro and his entrenador. Any problems? Call me. Jawohl, und das wieder Inspektor Wauzi. Alright. Lasso, wenn es geht. Wenn Lasso nicht geht, ist das unter Garantie keine Situation, wo ich einfach blind drauf losrenne. Ergo, verstecken und oder Dead Eye. Bei dem bestehenden Problem von vorhin wäre es definitiv das Dead Eye gewesen. Weil so wie ich mein Glück kenne, wenn ich erst eine gute Deckung suche, dann muss die Frau dann unterdessen noch leiden oder wird sogar getötet. Das läuft so nicht. Ja, schnell verpackt. Das traue ich mir jetzt noch mal zu. Der andere Vogel ist noch hier. I'm gonna get you, get you, get you, get you. Mann. Ja. Du hast diesen verschwinden lassen. Er wird nicht so bald zurückkommen. Keeping up with the dog. Die Frage ist jetzt, wäre es besser gewesen, beide niederzustrecken, oder? Naja. Wir sollten das Richtige tun. Nicht das, was das meiste Geld gibt. Und wenn wir schon einen auf Weltenretter hier machen. Ein Buch, ha? Huh? Hallöchen, Fella. Sehr gut gerochen, Detective Schnüffel. Es ist echt einiges los in dieser Nacht. Mann, 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 du. Oh, Pferdedieb. Wo ist der Pferdedieb? Du kommst da gleich wieder runter, Freundchen. Ich würde ihn gern. Dankeschön. Ich hätte vielleicht nicht Samba auf seinem Brustkorb tanzen sollen. Okay. Das war doch mal ein erfolgreicher Einsatz. Oder jetzt muss langsam aber wirklich genug sein hier. Ich glaube, wir haben diese Folge noch keine Main Mission gemacht, oder? Aber wie gesagt, es gibt ja viel zu tun. Wir brauchen einen Spot für unser Camp. Ja, cool, wir wollen nach Escalera. Was ist hier? Poppycock? Was genau ist Poppycock? Ach so, ja, ne. Poppy, Schlafmohn. Es geht doch um Drogen, oder? Was war weg, haben wir weg. Approach the general. Offer your assistance. Okay. El General? Bingo, we need your help. Take these two men and destroy that rebel camp. Nicht das Huhn. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass wir in nennenswerten Ausmaß auf Frauen geschossen hätten in Amerika, ne? Puestos.
jetzt? Ne? Fucken wir hier die komplette Dorf ab. Hinter einem dünnen Geländer verstecken, nicht beste Deckung, sehe ich ein. Inhaltlich alles überhaupt gar kein Problem, ne? Solange man nicht drüber nachdenkt, was man hier eigentlich gerade macht. Good work, my friend. Ja, beste Arbeit. Warum läuft er da weiter? Mann, oh Meter, ey. Gut, John hat uns ja gewarnt, er kann nicht schwimmen. Und nochmal von vorne, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ah, jetzt versteh's. Wenn man mal guckt. Wenn man sich bewegt, jetzt lass ich los und strafe dann auch so weiter. Okay, ich sollte einfach einen Counter aufmachen, welche Tode oder Mission Failed meiner eigenen Dämlichkeit zuzuschreiben sind und wo, naja, vielleicht nicht gänzlich allein schuldig bin. Stehen bleiben. Werfen. Ah ja, da ist ja die Kiste. Der hat jetzt noch nicht so gesessen. Excellent work. Now go speak to the general. He will want to thank you personally. Na, dann holen wir uns doch einfach mal unser Blutgeld ab, nicht? Le Paket. El Matadero. Gracias, you're a friend to Mexico. Here's a little money, a sign of my gratitude. Now we must leave. Mhm. Ein guter Freund Mexikos. No salida complete. Yay, us. Und auf die Art von Berühmtheit hätte ich durchaus verzichten können. Und wo ist jetzt dieses... Ah ja, Casa Madruga. Hm? Ganz am anderen Ende. Oh. Nein, wir haben gesagt, wir machen heute noch eine Desanta Mission und... By God, we will do so. Funny News übrigens, als ich einmal kurz in einem Spoiler-Free Walkthrough geschaut hatte, was denn die nächsten Missionen sind und welche Reihenfolge er vorschlagen würde, gerade hier für den Mexiko-Part, habe ich auch gesehen, wir haben tatsächlich bereits über 50% des Spiels weg. Also kann man natürlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Folge ist. 14, 15, 16, irgendwie so in die Schussrichtung. Hab ehrlich gesagt nicht mitgezählt, wie häufig ich Start und Stopp bei der Aufnahme geklickt habe. Ja, dann kann man sagen, ja, es sind ja schon ein paar Folgen so, aber man darf auch nicht vergessen, von meinem ursprünglichen Plan ausschließlich die Main-Story-Quests abzurufen, ist ja nicht viel übrig geblieben. Wir machen ja noch viel Zeug nebenbei und es ist immer noch ein Open-World-Spiel, ne? Also,
Und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr gut. Wir hatten drüben in den US of A vielleicht schon mal das Gefühl gehabt, dass ein paar Sachen sich ein bisschen ziehen. Vielleicht hätten auch zwei Loyalty Missions gereicht für Wes Dickens und seine Freunde. Eres llorón, maricón, me das asco. Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está en pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablo es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. I sent some men ahead. We will meet them there. Tja, die Beziehung zwischen dem Coronel und De Santa. Let's go. Nicht so positiv, wie man aus dem letzten Gespräch mit De Santa hätte glauben können, ne? Er ist ein starker Mann und ein toller Mann. Hey. So I finally met your great leader. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men grinning and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in any case, you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance and is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry.
You Americans think you can ride, do you? Come on, I will race you there. Come on! You can do better than that! Ich hab das bessere Pferd, Omre. Bye! Komm, hol alles raus, Beefy. Fuck. Ja, Fahrerfehler, gebe ich zu. We ain't taking any prisoners, then. Traitors must be made to suffer. Shown that we will not tolerate the rebellion any longer. They're animals. We will slaughter them accordingly. Okay, da geht's schon ab, ja. Schön an der Wand gestellt, ne? De Santa! Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Ostavi, un favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Again, doing God's work, huh? Und ein weiteres Dorf, de facto entvölkert. Was sind wir fleißig heute? I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? Done. You're helping Mexico. Vámonos, muchachos. Buen trabajo. Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, Capitán de Santa. Ich glaube, es gibt einfach keine Fragen mehr. Und was auch immer die moralisch richtige Seite sein mag, am Ende ist es nicht. Vor allen Dingen auch sehr schön ist, glaube ich, dass wir ja relativ bekannt sind. Wir haben großen Fame. Irgendwann wird sich rumsprechen, wer denn De Santa und Allende gerade hilft. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Was willst du dazu noch sagen, ne? Komm zur Villa und probier mal ein paar von den neuen Mädchen aus, bevor sie schlecht werden. Es gibt noch mehr Dos Santos Mission. Naja gut, wer A sagt, muss auch B sagen. Mal gucken, was der Coronel und sein Handlanger De Santa noch so Lustiges für uns zu tun haben, bevor sie uns dann hoffentlich auf die Spur von Javier Escuela bringen. Ist ja immer noch für einen guten Zweck, ne? Ohne Javier und ohne Bill Williamson, John Marstons Familie immer noch in Gefahr. Ist ja auch fast Notwehr, was wir hier gerade machen. Anywho, wie die ganze Nummer hier weitergeht und, ja,
welche Sachen wir uns noch so aufs Konto schaufeln werden, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, bei der ich hoffe, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch nochmal für eine weitere Runde Red Dead Redemption gewinnen zu können. Und bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis dann.